Hallo Camper, wir waren einen Tag in Avila, fahren am nächsten Tag dann weiter, denn unser Ziel ist letztendlich das Ebro-Delta, aber es ist eine lange Strecke bis da, wir müssen auch an Madrid vorbei und da gibt es eigentlich drei Möglichkeiten. Wir haben uns für eine südliche Route entschieden, wo wir Madrid umfahren. Jetzt aber verlassen wir erstmal den Stellplatz in Avila und fahren auf dem kurzen Weg in Richtung der Autobahn. Hier nochmal ein Blick auf die imposante Stadtmauer dieser kleinen Stadt. Wir kommen nach wenigen Kilometern auf die Autobahn. Auf dieser Strecke, das kann ich jetzt schon mal vorwegnehmen, sind Mautgebühren auch teilweise fällig. Das geht dann aber erst los, wenn man sich dann ein bisschen Madrid nähert. Hier schon mal die Lage erstmal von unserem Zwischenstopp. Peñíscola wollen wir besuchen und dazu nehmen wir euch jetzt erstmal mit. Hier ist die Strecke, für die wir uns entschieden haben. Ihr seht da diesen Knick links, da geht es um Madrid herum. Es ist ein langer Weg. Angedacht ist eine Pause erst eigentlich nicht, aber im Raum Madrid war doch so ein Gewusel und wir sind ja auch nicht, wer weiß wie früh losgefahren. So ist es dann dazu gekommen, dass wir uns entschieden, unterwegs eine Übernachtung einzulegen. Da haben wir keinen Stellplatz groß aufgesucht, sind da an einer Möglichkeit dann rausgefahren und haben uns an einem Hotelparkplatz, der da meist von Lkw-Fahrern und dergleichen genutzt wird, da haben wir uns dann hingestellt und haben eine Übernachtung eingelegt. Hier jetzt unser gefahrener Weg sozusagen bis zu dem Ziel, wo wir jetzt erstmal übernachtet haben dann. Für uns ist das an einer Hotelanlage bei Kilometer 186 T-Bar. Da war der Punkt erreicht, wo wir gesagt haben, jetzt fahren wir rechts raus und stellen uns dorthin. Ihr seht, große Flächen, links ist eine Tankstelle mit großen Flächen. Es halten da also die Lkw-Fahrer in der Masse. Und wenn man auf so einem Hotelparkplatz dann da steht, vielleicht da essen gegangen ist und sich dann später hinlegt, muss man sich nicht wundern, wenn sich vielleicht auch in der Nacht dann ein LKW mit Kühlaggregat daneben gesellt. Bei uns ist das nicht passiert. Wir haben zwar da Kühlaggregate laufen hören, aber es war nicht direkt neben unserem Fahrzeug. Von daher ist die Nacht für uns einigermaßen ruhig verlaufen. So, hier haben wir den Platz erreicht. Da nochmal ein Bild, wo wir stehen. Zu dem Zeitpunkt war eben noch nichts los. Das ist meistens zur Nachtzeit, wo dann der ein oder andere LKW da dann anfährt. Hier nochmal ein Blick auf die Temperatur. Das war am nächsten Morgen. Ihr seht es, 8:30, 0,5 Grad Außentemperatur. Es ist also noch ganz schön kalt, auch in der Gegend. Es geht dann weiter mit einem nächsten Tag mit unserer Etappe nach Peñíscola. Da sind wir letztes Jahr schon mal gewesen, hatten uns da Strand und sowas angeguckt und Campingplätze. Für uns waren die eher ungeeignet und da, wo es ging, hat es uns nicht gefallen.
Von daher gesehen, blieb uns jetzt noch offen, das machen wir heute mit euch, einfach da mal anzuhalten und die Altstadt, die sich innerhalb einer Festungsanlage befindet, zu besuchen und uns die mal anzusehen. Das ist also schon ganz imposant, auch diese Festungsanlage. Nur mal so ein kleiner Hinweis, das war dann Schauplatz für den Monumentalfilm El Cid. Der wurde da teilweise gedreht, was den letzten Kampf anging am Strand gegen die Mauren. Wir verlassen jetzt die Autobahn und fahren mit euch die letzten paar Meter zu einem Stellplatz, den es da gibt, aber auch einen Parkplatz daneben. Wir wollen bloß für 2, 3 Stunden da bleiben, haben uns also für den Parkplatz entschieden, den es da gibt, weil ja 18 € kostet wohl der Stellplatz und das ist ja nun nicht nötig, ja, um 2 oder 3 Stunden Peñas Colas zu besuchen. Wir sind jetzt kurz vor dem Ziel. Ihr könnt es schon geradeaus sehen. Hier links rein, wo die Fahrradfahrer kommen, da geht es zum Stellplatz und hier ist ein unbefestigter Parkplatz. Für den haben wir uns entschieden. Auf dem werden wir einfach unser Wohnmobil mal für ein paar Stunden abstellen und zu Fuß dann in Richtung Altstadt gehen. Hier könnt ihr das nochmal sehen. Es gibt auch da, wo die erste Reihe steht, das ist außerhalb des Stellplatzes und der Stellplatz dahinter, La Brisa, ist der Name. Ja, es ist auch eigentlich nicht mehr wie ein Parkplatz, bloß der hat Schranken und kostet eben entsprechend Geld als Stellplatz. Soweit wir das mitbekommen haben, ist es nicht zulässig, dort auch Campingverhalten zu machen, also sich Stühle und Tische rauszustellen oder so. Das geht da auch gar nicht. Es ist eben eher ein Parkplatz. So, wir haben das Wohnmobil gleich gedreht in Richtung Ausfahrt wieder, stellen uns hier hinter den LKW und gehen dann zu Fuß in die Stadt. Hier nochmal ein Blick in Richtung des Stellplatzes. Und hier die Buchstaben, die fast jede Stadt mittlerweile irgendwo hat. In diesem Fall heißt der Ort Peñas Colas. Im Hintergrund seht ihr unser Ziel, wo wir zu Fuß hin sind. Das ist die Festungsanlage mit der Altstadt. Peñas Colas hat einen sehr, sehr langen Strand und ja, ein sandiger Strand. Wir nähern uns also der Festungsanlage. Und haben hier jetzt nur ein paar Bilder für euch zusammengestellt, damit ihr euch ein paar Eindrücke davon machen könnt, wie es da aussieht. In vielen Bereichen ist das auch befahrbar. Es ist ja bewohnt, die Altstadt. Also auch selbst innerhalb der Festungsmauern gibt es hier und da, nicht an jeder Stelle, aber hier und da doch Pkw. Lasst einfach die Aufnahmen ein bisschen auf euch wirken. Ich bin da mal auf die Mauer gewesen, habe ein paar Bilder gemacht in Richtung Hafen. Das ist dann in Blick Richtung Süden. Sevilla hat so lange unten gewartet. Und dann sind wir weiter in die Altstadt gegangen. Da muss ich sagen, die Straßen dort sind ja grober Kies mit in Beton und es ist sehr, sehr glatt. Also wer da zu Fuß hoch möchte und das für sich einplant, sollte Schuhe tragen, die nicht allzu glatte Sohlen haben. Ich habe es leider nicht gewusst,
musste mich also doch da teilweise sehr vorsichtig bewegen, weil es ja auch ein stärkeres Gefälle gibt innerhalb der Festungsanlage, was die Wege angeht. Hier ein Blick auf die Kathedrale. Gartenanlagen, alles ist wunderschön. Also diese Festungsanlage ist schon sehr interessant. Hier ein Blick auf Peñíscola mit dem langen Strand. Und jetzt sind wir schon wieder auf dem Rückweg in Richtung zum Wohnmobil. Wenn man da am Strand unterwegs ist, trifft man auf einem größeren Platz auf diese Brunnen teilweise und Skulpturen. Auf dem Weg zum Wohnmobil kommt man an einem Feuchtgebiet vorbei. Das ist das, was man dann vom Weg aus unterwegs in dem Graben sehen kann. Wir haben unser Wohnmobil dann wieder erreicht und uns auf dem Weg zu unserem eigentlichen Ziel, dem Ebro-Delta, gemacht. Das hat einen Haken, man kommt an der Abfahrt 42 vorbei, da geht es zu Spätzle Fritz und die haben eigentlich eine gut bürgerliche Küche und ich konnte nicht widerstehen. Also sind wir abgewogen an der Abfahrt 42 und haben einen geplanten Übernachtung bei Spätzle Fritz, um da abends die uns bekannte gut bürgerliche Küche erneut zu prüfen. Als wir aufs Gelände kamen, fiel uns gleich auf, das uns bekannte Wohnmobil, das immer geradeaus zusteht, ist weg. Das heißt, Günther, der da den Platzwart macht, ist unterwegs. Was ihr hier seht, den jungen Mann, das ist Boris. Boris ist dort jetzt Platzwart und hat uns dann eingewiesen. Abends haben wir die Überprüfung des Essens vorgenommen. Es ist reichlich und es war wieder gut. So gestärkt haben wir uns dann am nächsten Morgen auf dem Weg zum weit entfernten Ebro-Delta gemacht. Es ist immerhin eine Autobahnabfahrt, die wir zurücklegen müssen. Weil es sonst zu lang wird, soll es das mit unserem Bericht jetzt erstmal gewesen sein. Es ging uns um Peñíscola und zum Ebro-Delta kommen wir dann in unserem nächsten Bericht. Wir hoffen, unser Video war informativ und hat euch gefallen. Wir würden uns über einen Daumen hoch natürlich freuen, auch über ein Abo unseres Kanals. Dann sehen wir uns wieder und bis dahin ein freundliches Tschüss.